Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mirror Teil 2. Wir befinden uns im dritten Kapitel und sind endlich in der Gegend um Black Mirror angekommen, also bei Willow Creek, dem Dorf. Und hier ist Murray, der alte Pfandleiher, der das Pfandleierhaus hatte. Der hat dieses Sanatorium aus Teil 1 übernommen und hat daraus ein Hotel gemacht. Ziemlich makaber. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir alles hier so finden. Gästebuch. Angelina hat hier eingecheckt und bewohnt das Zimmer mit der Nummer 13. Mehr kann mir das Gästebuch vermutlich auch nicht sagen. Also, die Angelina suche ich, die hatte einen Notruf abgegeben im letzten Video. Selbst wenn im Gästebuch etwas Interessantes stünde, würde mir Murray sicherlich keinen Blick erlauben. Der Ruf des Hotels, verstehen Sie? Ja. Ach. Selbst wenn der Ruf des Hotels... Okay, also muss ich ihn vielleicht irgendwie ablenken? Einer der Schlüssel gehört zu Angelinas Zimmer. Nummer 13 ist es. Aber ich komme nicht an die Schlüssel heran, solange Murray hinter dem Tresen steht. Gucken, ob wir noch irgendwas fragen können. Aha! Was können Sie mir sonst noch über Angelina erzählen? Weiß nicht. Nettes Mädchen. Schien viel unterwegs zu sein. War immer mal für ein paar Stunden weg, ging dann wieder in ihr Zimmer, ging wieder weg. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? War sie nervös? Ängstlich? Nein, eigentlich nicht. Sie schien etwas gestresst zu sein. Angespannt und immer in Eile. So sind die jungen Leute eben. Haben Sie die Polizei gerufen, nachdem sie gestern Abend nicht wiedergekommen ist? Ach was, warum denn? Sie hat im Voraus bezahlt. Alles in Ordnung. Oh ja, alles wunderbar. Sie liegt vielleicht verblutend im Wald oder ist in der Hand von gewalttätigen Entführern. Aber sie hat ja im Voraus bezahlt. Ganz ruhig, ihr wird schon nichts passiert sein. Seit 12 Jahren ist hier absolut tote Hose. Leider. Den Schlüssel wird er mir wohl nicht geben. Fragen wir weiter durch. Was war das früher hier für ein Gebäude, sagten Sie? Das alte Ashbury-Sanatorium. Das legendäre, das grausige, das unfassbare Sanatorium des wahnsinnigen Robert Gordon. Aha. Sir Robert war der Onkel väterlicherseits von Samuel Gordon. Er lebte im Schloss und war, natürlich wie alle Gordons, komplett verrückt. Er hat hier im Sanatorium Experimente mit den Insassen gemacht. Verbotene Experimente. Schreckliche Experimente. Und das hat niemand mitbekommen? Er hat es meistens nachts getan. Allein. Er hatte nur einen Komplizen im Dorf, Dr. Herman. Beide wurden ermordet, bevor sie bei ihren Machenschaften erwischt wurden. Aber seit ihrem Tod geschehen seltsame Dinge. Leute wollen geisterhafte Erscheinungen in den Fluren hier gesehen haben und Geräusche, die aus der Erde kommen. Schon klar. Und das steht vermutlich groß vorne auf Ihrem Werbeflyer, oder? Ein paar Geister wären sicherlich gut fürs Geschäft. Nur schade, dass das völliger Blödsinn ist. Was können Sie mir über den Ort sagen? Willow Creek? Das ist das Nest, in dem ich geboren bin. Genau wie alle anderen, die Sie hier in der Gegend sehen werden. Niemand zieht hierher. Entweder man ist hier geboren und bleibt hier, oder man ist hier geboren und zieht weg. Die jungen Leute hält es nicht hier. Sie wollen in die Stadt. Der Ort stirbt aus. Gibt's hier was Besonderes zu sehen? Das Museum natürlich. Ich war maßgeblich daran beteiligt, es aufzubauen. Es steht sogar auf meinem Grund und Boden, den ich, naja, für eine kleine angemessene Miete verpachtet habe. Gehen Sie ins Dorf, Sie werden es nicht übersehen. Nachdem die Touristen ausblieben, haben wir es eingerichtet. Die Leute wollen schließlich etwas geboten bekommen. Erst letztes Jahr haben wir den hinteren Teil des Museums umgestaltet. Hat jetzt viel mehr Pep, war meine Idee. Die anderen Leute im Dorf haben keine Ahnung vom Geschäft. So? Man muss Geld investieren, um Geld zu machen. Und mit ein paar langweiligen Tontöpfen und Teppichen kann man keine Touristen anlocken. Stimmt's? Und womit kann man Touristen anlocken? Mit einer Show. Man muss ihnen etwas bieten. Wir haben hier 5 grausige Morde, eine alte Familie voller Wahnsinniger, einen dunklen Fluch. Daraus muss doch Kapital zu schlagen sein. Scheint bisher nicht sonderlich gut funktioniert zu haben. Leider, leider. Viele haben nicht mitgezogen, meinten, man solle die Toten ruhen lassen. So wird das dann natürlich auch nichts. Natürlich nicht.
In den ersten Jahren nach den Morden sah es noch ganz gut aus. Die Zeitungen haben viel über unsere Morde berichtet. Massig kostenlose Publicity. Von überall her kamen sie. Ganze Busse. Aber dann, naja, irgendwann war der Hype vorbei. Wie tragisch. Vielleicht sollten in jeder Saison ein paar Leute umgebracht werden. Dann haben sie auch wieder mehr Presse. Ja, ja, ihnen kann es ja auch egal sein. Sie haben nicht ihre ganzen Ersparnisse investiert. Aber am Ende lache ich. Es wird wieder aufwärts gehen mit diesem Ort. Tja, schauen wir mal. Fehlen dir ja nur ein paar Morde. Was ist das für ein Schloss da draußen auf dem Hügel? Das ist das berühmte Schloss Black Mirror. Stammsitz der Familie Gordon. Es gibt nur wenige Gemäuer hier, die eine ähnlich faszinierende und blutrünstige Geschichte haben. Wieso? Was ist dort passiert? Was nicht, müsste man fragen. Alle nur erdenklichen Abscheulichkeiten. Mord, Folter, Hexenverbrennung, dunkle Rituale, Teufelsanbetungen. Alles. Ja, sicher. Und das erzählen Sie nicht nur den Touristen, um die Ecke hier interessanter zu machen. Hey, naja, ganz so schlimm ist es dort vielleicht nicht. Aber es stimmt schon, was die Leute sagen. Das Schloss ist verflucht. So viel ist sicher. Verflucht? Schauen Sie sich doch nur die Gordons an. Eine uralte Familie, die jetzt aussterben wird. Ein Schicksalsschlag folgt auf den nächsten. Allein die letzten Ereignisse. Vor gut 25 Jahren brannte es im Schloss und Master Samuel verlor seine junge Ehefrau in den Flammen. Vor 12 Jahren dann der Selbstmord des alten Gordon, ist vom Turm des Schlosses gesprungen. Danach der Mord an Robert und Samuels Selbstmord. Die letzte überlebende Gordon ist Lady Victoria. Sie ist schon an die 90 und wenn sie stirbt, wird mit ihr eine der ältesten Familien Englands verschwunden sein. Klingt nach Pech, aber nicht unbedingt nach einem Fluch. Doch, das Schloss ist verflucht. Es macht die Leute wahnsinnig. Wie erklären Sie sich sonst, dass ein Gordon nach dem anderen durchdreht? Einige Geisteskrankheiten sind erblich. Und wenn es eine alte Adelsfamilie ist, könnte auch Inzest eine Rolle spielen. Ja, 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 ja. Oder natürliche Radioaktivität oder vergiftetes Grundwasser. Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein Fluch. Jeder weiß das. Könnten Sie mir nicht doch vielleicht Angelinas Zimmerschlüssel geben? Wenn Sie mir das Hotel abkaufen und ich mich zur Ruhe setzen kann, können wir darüber reden. Und wenn ich $50 auf dem Tresen vergesse? Schauen Sie sich dann draußen bei Tageslicht die hübschen Bilder auf den Schein an? Junger Mann, dies ist ein Qualitätshotel. Ich kann und werde es nicht zulassen, dass sein Ruf beschädigt wird. Es würde doch niemand bemerken. Hier ist keine Menschenseele. Ich bin nicht bestechlich und damit basta. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Hat auf jeden Fall viele Informationen für Leute gegeben, die den ersten Teil nicht gespielt haben. Eine ganze Reihe altmodischer Schließfächer. Obwohl sie nur aus Holz sind, dürften sie nur schwierig aufzubrechen sein. Muss ich sie denn auch? Eine ganze Reihe alt. Ein Ständer mit geschmacklosen Postkarten für Touristen, wie es scheint. Sie zeigen Bilder aus dem Dorf oder blutige Messer. Hier ist eine mit einer schreienden Frau. Willow Creek. Ich war dort und habe es überlebt. Willow Creek lässt dir das Blut gefrieren. Willow Creek, Heimat der Mörder. Nicht zu fassen. Mit den meisten Postkarten kann ich nichts anfangen. Aber hier, hier ist eine mit einer gezeichneten Karte der Umgebung. Die Mordschauplätze von vor 12 Jahren sind eingezeichnet. Ich könnte die Karte zur Orientierung benutzen. Ich nehme sie mit. Sehr schön. Nächste Postkarte. Ich setze es Ihnen auf die Rechnung. Eine Karte der Gegend um den Ort Willow Creek. Solange ich überhaupt keine Spur habe, sollte ich mich lieber erst einmal hier umsehen. Hier war sie auf jeden Fall. Im Dorf vielleicht nicht. Ja, wir werden auf jeden Fall uns das anschauen. Wie gesagt, sie ist Zimmer 13, Zimmer 14 haben wir jetzt gemietet. Mit den anderen Postkarten kann ich nichts anfangen. Kann er nichts anfangen, andenken. Ach du Scheiße. Billige Plastikmasken von Samuel Gordon. Messerattrappen mit blutiger Klinge. Und das Schlimmste ist, einigen meiner Mitmenschen traue ich zu, solche Dinge zu kaufen. Und was soll das sein? Aha. Der Original-Seelenschlüssel. Beschwören Sie dunkle Mächte und jagen Sie Ihren Lieben einen Schrecken ein. Leuchtet in drei verschiedenen Farben.
Gruselige Soundeffekte, Höllenspaß. Batterien sind nicht enthalten. Ich fass es nicht. Bevor ich diesen Plastikmüll aus China kaufe und damit so ziemlich alles Schlechte in dieser Welt auf einmal unterstütze, fällt mir eher die Hand ab. Schade. Bevor ich diesen Plastik... Und okay, was soll das sein? Nicht. Leuchtet aber in drei. Bevor ich diesen Plastik... Ich kann ihn trotzdem nehmen und es geht nicht weg. Das heißt, wir werden den irgendwann mal brauchen müssen und wir müssen bestimmt auch Batterien finden. Vermute ich mal. Eine Flasche mit Schnaps? Vielleicht könnte ich sie mitnehmen, wenn Mary gerade nicht hinsieht. Der hat zwar mich... Voila! Eine Flasche mit Alkohol. Sehr gut, so kann man immer gebrauchen. Mary scheint gerade etwas gegessen zu haben. Ich schätze, er ist der einzige Angestellte in seinem Hotel. Also kann er seinen Platz hinter dem Tresen nicht einfach verlassen, um essen zu gehen. Das Messer ist noch unbenutzt, ich pack's ein. Vielleicht kann ich es ja noch gut gebrauchen. Ach, Klinge ist immer super für jede Art von Zerschneiden. Obwohl, das ist ein Standardmesser, ne? Vermutlich ist es geschützt. Okay. Ein klassischer dunkelbrauner Ledersessel. Zum Ausruhen ist... Okay, hier ist auch nichts. Käfer. Das ist so ein Ding, mit dem in größt... Wenn überhaupt, wurde das... Brauchen wir alles nicht. Andenken, wie gesagt, Schließfässer, Telefon... Ein altmodisches Telefon. Wen sollte ich anrufen? Okay, können wir auch erstmal nichts machen. Gästebuch können wir nicht reinschauen. Mit ihm gequatscht haben wir. Eine Pflanze haben wir noch nicht angeguckt. Was ist das da oben? Das Wetter hat sich immer noch nicht gebessert. Es regnet die ganze Zeit vor sich hin. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir uns die Pflanze an und gehen mal aufs Zimmer. Eine große Zimmerpflanze in einem Ich kann nichts Spannendes entdecken. Los, ab. Raum 13. Das ist Angelinas Zimmer. Und das ist mein Zimmer. Die Nummer 12. Ich werde erst einmal diesen Rucksack loswerden. Und dann muss ich irgendwie in Angelinas Zimmer kommen. Ich glaube, das war die Irrenanstalt. Da war das das Zimmer vom, dem Irren... Gleich viel besser. Der mit Mr. Bobby hieß der, glaube ich, ne, mit der Stofffigur war, ist, glaube ich, das Zimmer. Und das ist das Zimmer von Samuels Bruder gewesen. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Und hier hatten wir, glaube ich, einen der Wächter ausgeschaltet gehabt, einen der Doktoren. Ich glaube, mit einem Elektroschock oder so. Ein Aschenbecher. Die Idee ist wohl, dass man sich in diese Sessel setzt, eines der Bücher dort drüben liest und dabei gemütlich eine Pfeife oder Zigarre raucht. Dem Aschenbecher nach zu urteilen, ist das schon lange nicht mehr passiert. Er ist blitzsauber. Nur eine Schachtel Streichhölzer liegt drin. Ja, Streichhölzer nehmen wir mit. Warum nicht? Wir sollten uns mal ein paar Sachen anschauen. Wir haben ja schon wieder ein paar Sachen gefunden. Vielleicht können wir jetzt was machen. Allardyce Streichhölzer. Es klingt, als wären nur noch ein paar drin. Was auch immer Allardyce ist. Eine Streichholzschachtel der Marke Allardyce. Ah, okay. Ein normales Buttermesser. Zum Glück noch... Ein kleines Fläschchen mit hochprozentigem Alkohol. Vermutlich kippt sich Murray das in seinen Tee. Mal sehen. Einige Krimis, Gedichtbände, Märchenbücher, Gruselgeschichten. Genau das Richtige für einen entspannten Abend im Hotel. Leider werde ich den nicht haben. Eine Menge guter Bücher. Können wir nichts mehr machen? Schauen wir uns noch... Oh, was ist das denn hier? Zeitung? Auf dem Glastisch liegt eine Zeitung. Vielleicht ein Service für die Gäste. Oh, nein. Doch nicht. Die Zeitung ist schon mehrere Wochen alt. Vermutlich ist hier so wenig los, dass Murray nur selten hier hinten ist, um aufzuräumen. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Aber ich muss sie ja auch nicht lesen. Ich glaube, ich nehme nur ein paar Seiten. Vielleicht um ein Feuer zu machen. Wieso will er nur ein paar Zeitungen? Eine Zeitung. Von der Aufmachung her würde ich sagen, eine halbwegs seriöse Lokalzeitung. Okay, er will aber nichts drüber lesen. Oder wir müssen uns einen Molotow-Kopf oder mit einem Stoff nehmen, ne? Eine hölzerne Uhr mit Glasabdeckung und einigen Schnitzereien. Hä? Was ist das? Die Uhr ist nur ein Imitat. Sie kann nicht aufgezogen werden. Vermutlich eine billige elektronische Uhr mit Batterien.
Batterien, schon mal gut. Ich bekomme sie nicht ab. Sie ist angeschraubt. Ich brauche einen Schraubenzieher oder sowas in der Art, um sie von dem Bücherregal zu bekommen. Aber kriegst du ja wohl eine Schraube auf. Ja, so geht es. Tada! Hab ich selber schon mal zu Hause gemacht mit dem Messer, wenn ich einen Schraubenzieher nicht gefunden habe. Ich hab sie. 2,5-Volt-Batterien. Tja, aber wir haben noch nichts, wofür es brauchen. Eine Menge guter... Wir nichts mehr machen. Die Wand ist zu? Seltsam. Die Wand sieht nicht so aus, als gehöre sie hierhin. Sieht provisorisch aus. Dahinter ist es ziemlich dunkel. Es sieht so aus, als sei der Gang dort einfach noch nicht renoviert worden. Ich würde mal behaupten, diese Wand wurde... Vielleicht ist Mary dann das Geld... Nochmal aufs Zimmer. Das ist mein Zimmer. Wie alle Zimmer hier eine umgebaute Zelle. Es wirkt nicht sehr freundlich und alles ist etwas ungepflegt. Abgesehen vom Preis ist hier nichts First Class. Solange ich Angelina nicht gefunden... Okay, Nickerchen, brauchen Angelinas Zimmer ist abgeschlossen. Ich muss irgendwie an den Schlüssel kommen. Angelinas Zimmer ist... Okay, an den Schlüssel. Trick 19. Das kennt ihr bestimmt. Unten die Zeitung durch, oben den Schlüssel irgendwas reinstecken, zum Beispiel mit dem Messer, um den Schlüssel fallen zu lassen. Angelinas Zimmer ist... Aber man kann es auch gar nicht untersuchen, ob da irgendwie was drin wäre. Können wir irgendwie hier unten hinrennen? 2 handelsübliche andere. Okay, dann quatschen wir nochmal mit dir. Hey, Seelenschlüssel. Das ist das Teil, was da hinten war. Was soll das sein? Ein Seelenschlüssel. Das sind mächtige, magische Artefakte. Nach den Morden von vor 12 Jahren hat die Polizei Aufzeichnungen im Schloss sichergestellt. Darunter befanden sich auch Bilder von diesen Seelenschlüsseln. Samuel Gordon muss geradezu besessen davon gewesen sein. Die Polizei glaubt, dass Samuel mehrere davon in seinen Besitz gebracht hat. Vielleicht wurde ihm vom Teufel persönlich der Auftrag dazu erteilt. Ja, so ähnlich. Vielleicht. Fest steht, dass er dafür gemordet hat und dass die Schlüssel, sofern sie jemals existiert haben, mit seinem Selbstmord verschwunden sind. Und was hat es mit diesem Plastikmüll auf sich? Das ist kein Müll. Wissen Sie, wie teuer es war, Tausende davon produzieren und hierher verschiffen zu lassen? Es hat mich ein Vermögen gekostet. Tausende? Wie viele haben Sie verkauft? Sagen wir so, ich muss in nächster Zeit nicht nachbestellen. Dabei sind sie großartig. Sie leuchten sogar, wenn man eine Batterie reintut. Großartig. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Da eins mit. Bevor ich diesen Plastikmüll aus... Ach komm, hier, Batterie reintun. Geht nicht. Bevor ich diesen Plastik... Okay, er sieht noch keinen Sinn, irgendwas Leuchtendes mitzunehmen, aber dann hätten wir eine Taschenlampe oder sowas in der Art. Können wir irgendwie ihn ablenken, irgendwie was in Kaffee tun? Nö. Dann würde ich sagen, dass wir... Ich sollte erst einmal hier im Hotel nach Hinweisen auf Angelinas Verbleib suchen. Okay, uns fehlt doch irgendwas. Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Laubblätter. Ah, ich muss dir ablenken. Ha! Aber, Streichholz haben wir auch. Okay, wir stecken den in Brand. Der hat ja gesagt gehabt, dass die Laubblätter im letzten Video, dass die noch ein paar trockene drin sind, obwohl es regnet, die in der Mitte. Ich habe das zerknüllte Zeitungspapier in die Mitte zu den nicht so nassen Blättern gesteckt. Und wir haben etwas mehr Platz wieder. Super. Dann schnell den Schlüssel von Angelina nehmen. Das Zeitungspapier brennt. Die Blätter in der Nähe kokeln vor sich hin. Richtig brennen werden sie wohl nicht, dazu sind sie zu feucht. Na, aber es ist ein Ablenkungsmanöver. Was ist jetzt passiert? Hey, da draußen brennt's. Mary, da draußen raucht es. Ich hoffe, uns brennt nicht das Hotel überm Kopf ab. Vermaledeit! Oh! Ja, renn mal schön. Wir schnappen uns erst bevor ich diesen Plastik... Okay, will er nicht. Solange Mary draußen das Feuer löscht, kann ich Angelinas Schlüssel unbemerkt mitnehmen. Ja, dann leg mal los. Guck auch direkt mal in das Büchlein rein. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 13. Hoffentlich finde ich in Angelinas Zimmer Hinweise auf ihren Verbleib. Jetzt geht er direkt da raus. Das ist schlecht. Guck dir auf jeden Fall nochmal das Reservierungsbuch an.
Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen. Mist. Oh, diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte... Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Ja, können wir nicht reingucken jetzt. Selbst mehr, ne? Wenn im Gästebuch... Der Ruf des Hotels. Okay, wir haben auf jeden Fall den Schlüssel. Damit können wir das Zimmer öffnen. Und was ich in dem... Geht er jetzt von alleine rein? Ja, er geht von alleine rein. Passiert jetzt schon was? Nein, es passiert hier nichts. Super Stelle für einen Speicherstand. Bis demnächst, euer Jojin.